Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde für ein Podiumsgespräch, zu dem ich sehr herzlich begrüßen darf. Zwei tolle Gäste. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier mit uns zusammen zu sein. Jan Holze ist einer der beiden Vorstände der ziemlich neuen Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz. Herzlich willkommen. Jan Holze hat vor diesem Amt schon einen super Job gemacht, weil er die Landesstiftung Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut hat, mit aufgebaut hat. Herr Holze, schön, dass Sie da sind. Er sitzt hier im Nebenraum. Und Markus Tressel, schön, dass es geklappt hat. Er war bis vorletzten Sonntag Mitglied im Deutschen Bundestag oder ist es noch, solange der noch nicht konstituiert ist, wie auch immer. Jedenfalls ist er in der Grünen, in der Fraktion von Bündnis 90 Grüne Sprecher für ländliche Räume unter anderem gewesen mit einem sehr stattlichen Programm für kommunales und ländliche Räume. Herzlich willkommen. Um gleich einzusteigen, Herr Holze, Rahmenbedingungen, die wir brauchen, damit sich so eine Kultur von Koproduktion guter Lösungen im ländlichen Raum durchsetzt. Das ist ein Thema für die Stiftung Engagement und Ehrenamt. Wie kann und sollte eine solche Politik von Demokratie und Engagementförderung den Rahmen dafür setzen, dass solche Lösungen gelingen können? Ja, erstmal herzlichen Dank und ich freue mich dabei sein zu dürfen und mit Ihnen und euch ins Gespräch zu kommen. Das wäre mir wichtig, dass es nicht nur um einen Input geht, sondern auch um einen Dialog, gern auch Impulse. Sie haben es gesagt, eine sehr junge Stiftung, die kann auch noch durch Impulse entsprechend geformt werden und deswegen würde ich mir auch wünschen, auch Rückmeldungen zu bekommen zur Arbeit der Stiftung. So, jetzt müsste es besser sein. Also, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ein Stück weit genau dafür da, diesen Lückenschluss zwischen Politik und Zivilgesellschaft ein Stück weit zu schließen. Zumindest, Herr Tressel, so mein Verständnis von der Geschichte der Stiftung. Denn die Idee dieser Stiftung ist nicht ganz neu. Sie wurde in einigen Bundesländern schon gegründet und jetzt auf Bundesebene auch. Und es hat eine Weile gedauert, sie tatsächlich ins Leben zu rufen, weil, so war mein Verständnis, Herr Tressel war vielleicht näher dran und kann das besser beurteilen, dass man sich darüber gestritten hat, braucht es eher eine Stiftung, die finanzielle Förderung ermöglicht, zusätzlich, oder einen Kümmerer, der quasi durch Serviceberatung eine Art Anlaufstelle schafft. Meines Erachtens, und so ist es am Ende auch gekommen, braucht es beides. Es braucht also eine Art Expertenfunktion auf Bundesebene rund um das Thema Ehrenamt und Engagement, der auch von anderen angegangen werden kann und der auch Unterstützung liefern kann. Und wenn es jetzt darum geht, im ländlichen Raum Unterstützung zu schaffen, dann haben wir natürlich, wie auch schon dargestellt, gibt es ja viele Initiativen vor Ort. Es gibt tolle, tolle Engagements. Und wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten sowohl diejenigen zu unterstützen, die vor Ort Pflänzchen zum Blühen bringen wollen, also durch Unterstützung, Beratung, Begleitung, unter anderem mit unserem Programm Engagiertes Land, dass wir also die miteinander in den Austausch bringen wollen, die vielleicht noch Hilfe brauchen, untereinander sich zu vernetzen, also eine Art Hilfestellung, die wir ermöglichen wollen. Ich glaube, so etwas braucht es, die Menschen, Möglichkeiten, die Menschen zusammenzubringen. Ich weiß, dass Gisela Erler sicherlich auch noch auf das wunderbare Netzwerk Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg eingehen wird. Das ist ein gutes Beispiel aus meiner Perspektive. Und wir wollen versuchen, als Bundesstiftung ein Stück weit auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Zum anderen braucht es meines Erachtens auch Dinge, die sich bewährt haben, braucht es Möglichkeiten, diese auch zu skalieren, ich sag mal Neudeutsch. Bislang fehlte aus meiner Perspektive insbesondere finanzielle Unterstützung, um diese Skalierung zu ermöglichen. Im Bildungsbereich gab es das eine oder andere. Wir haben versucht, mit unserem Programm Zukunftsmut genau das zu ermöglichen, also gute Dinge, die sich im ländlichen Raum bewährt haben, durch Skalierungsmittel auch entsprechend zu unterstützen, dass sie sich auch an anderen Stellen andocken. Das ist erstmal so, was die Stiftung gemacht hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir aber auch nochmal globaler schauen und objektiv an die Sache rangehen. Selbst als Stiftung haben wir Herausforderungen, wenn es darum geht, Sie in Ihrem Engagement zu unterstützen. Da gibt es vielfältige bürokratische Hürden im Bereich der Bundeshaushaltsordnung. Ist es uns zum Beispiel nur möglich, im Rahmen eines Haushaltsjahres aktuell zu fördern? Die Überjährigkeit ist uns nicht möglich zum aktuellen Zeitpunkt. Sie können sich aber vorstellen, wie viele Fragen wir dazu bekommen, wenn es um nachhaltige Förderung geht. Mir sind schlichtweg aktuell die Hände gebunden. Ich darf es nicht.
eine Möglichkeit, wie wir nachhaltiger unterstützen könnten, wäre, dieses Problem zum Beispiel anzugehen. Und ich will jetzt nicht das Loblied auf das Ehrenamt vor Ort singen, aber mir ein Stück weit fehlt mir die Haltung auf Seiten von Zuwendungsgebern und auf öffentlicher Verwaltung ein Vielfach, dass sie das ehrenamtlich, freiwillig, unentgeltlich für die Gemeinschaft tun. Und oftmals höre ich dann von Seiten einiger Verwaltung, dass eine gewisse Anspruchshaltung besteht, weil sie ja Geld geschenkt bekommen für das, was sie da tun. Ich glaube, da müssen wir ein Stück weit mehr auf Augenhöhe kommen und zu einem Miteinander kommen. Und meine Zielstellung ist zukünftig, wenn es um Antragstellung geht, dass Sie aktuell zum Beispiel im Rahmen unserer Mikroförderung 10 Minuten brauchen, um einen Antrag auszufüllen, und wir auf der anderen Seite aber auch nur 10 Minuten brauchen, um den zu bewilligen. Also dass quasi diese ganze bürokratischen Hürden, die damit verbunden sind, ein Stück weit eingedampft werden. Aktuell ist auf Seiten von Zuwendungsgebern oftmals die Gemeinnützigkeit Voraussetzung. Jetzt bringe ich mal einen Aspekt, der kann vielleicht auch mal durchaus Widerspruch hervorrufen. Viele Initiativen und Organisationen sind aber nicht gemeinnützig und engagieren sich trotzdem vor Ort. Ich glaube, da müssen wir noch mal nachjustieren über das Thema, was sind eigentlich Fördervoraussetzungen, um Sie in Ihrem Engagement zu unterstützen. Weil, da kennen wir auch alle Beispiele von, es gibt Organisationen und Institutionen, die sind gemeinnützig. Dahinter verbirgt sich aber mehr oder weniger ein Wirtschaftsriese, der natürlich unter dem Mäntelchen der Gemeinnützigkeit dann auch entsprechende Mittel in Anspruch nehmen darf. Andere, die sich vor Ort kümmern, dürfen das nicht, weil ihnen diese Voraussetzung fehlt. Ich glaube, da müssen wir noch mal gucken, wie man das besser miteinander in Zusammenhalt bringt. Und letzter Punkt, was mir auf der Seele brennt, ist, dass, da mag Herr Tressel vielleicht auch nochmal seine Erfahrung mit einbringen, ein Stück weit die Haltung auf die Besonderheiten des Ehrenamts in politischen Raum einzugehen. Was meine ich damit? Eine Art Ehrenamts-Mainstreaming. Das habe ich zuletzt gerade wieder gemerkt beim Thema Transparenzregister. Das wurde so hoppladihopp eingeführt und nach der ersten Lesung im Bundestag stellte man fest, ups, da melden sich ja jetzt ganz viele aus dem Bereich der Zivilgesellschaft zu Wort. An die haben wir jetzt nicht gedacht, weil die im Prinzip genauso behandelt werden nach der ersten Lesung wie große Wirtschaftsunternehmen. Egal, ob sie im kleinen Verein auf dem Dorf sind oder eine große Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main, sie müssen sich den Voraussetzungen des Transparenzregisters beugen. Ich kann jetzt noch andere Begriffe wie Datenschutzgrundverordnung oder Ähnliches nennen. Da fehlt mir einfach eine Haltung, im Rahmen solcher Gesetzgebung auf die Besonderheiten ihres Engagements einzugehen und ein Stück weit das auch in politische Entwicklungen mit einfließen zu lassen. Wenn wir da irgendwie einen Ansatz finden würden und darüber in die Diskussion kommen würden, würde ich mich freuen. Das als vielleicht erster Input von meiner Seite. Vielen Dank, das war schon sehr viel Stoff. Trotzdem kriegt jetzt Markus Tressel das Wort. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Wie wäre denn kommunale Daseinsvorsorge auszuweiten, sodass die Kommunen beauftragt, ein Verwaltungsbezirk, ein Amt, eine Kommune und so weiter, nicht nur sparsam und effektiv zu wirtschaften, sondern Regionen zu entwickeln in Kooperation mit der Ressource, die die Zivilgesellschaft ihnen bietet? Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. In der Tat, ich bin noch im Bundestag bis zur Konstituierung des neuen Bundestages. Aber ich sage mal, selbst gewählt auf dem Absprung. Also ich bin nicht rausgewählt worden, sondern ich habe selber schon vor einigen Monaten gesagt, dass ich noch mal was anderes im Leben machen wollte. Ja, ländliche Räume bzw. ihre Entwicklung, das war ein großes Thema für uns eigentlich seit 2013. Und wir alle wissen, das haben Sie, Herr Holze, ja auch noch mal gesagt, Kommunalpolitik war ja immer, wenn man das gemacht hat, sehr stark von Problemen geprägt, insbesondere auf die Frage der Finanzierung. Und das hat natürlich vieles auch verdeckt, auch in der Frage, wie geht es eigentlich in den kommenden Jahren, Stichwort demografische Entwicklung in vielen Regionen weiter, Wegzug etc. Und 2013 hat man ja schon in der damaligen Koalitionsvereinbarung auch gesagt, na, wir wollen was tun. Und dann hat man relativ wenig getan in dieser Wahlperiode. Und 2017 hat man dann gesagt, wir machen die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Das jetzt nur mal so als Rahmen. Warum haben wir uns so intensiv damit beschäftigt? Weil wir gesehen haben, dass wir in vielen, gerade in strukturschwachen Regionen, es müssen nicht nur die ländlichen sein, das können auch tatsächlich zum Beispiel altindustrielle Regionen sein, dass wir tatsächlich bei der Frage Daseinsvorsorge nicht wirklich vorankommen oder Absicherung der Daseinsvorsorge. Und für mich oder für uns gibt es eigentlich im Prinzip zwei Herangehensweisen. Es ist auf einmal auf der einen Seite tatsächlich das, was jetzt vielfach angesprochen wurde, ist eine Frage des Mindsets, auch wie kommen Leute überhaupt nochmal zusammen vor Ort? Das heißt, wie kann ich diesen Lückenschluss,
wie ihr das genannt habt, hinbekommen. Das ist oft eine kulturelle Frage. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich eine strukturelle Frage, wie fördere ich bestimmte Dinge in den Regionen. Für uns ist erstmal ganz klar, Daseinsvorsorge verstehen wir mit einem breiten Verständnis. Also das heißt, es geht nicht nur darum, irgendein Minimum in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Stadt oder Kommune vorzuhalten, sondern wir müssen immer auch ein bisschen weiterdenken. Und das schließt die Kommunen, die Regionen aus meiner Sicht mit ein. Das heißt, Daseinsvorsorge und Regionalentwicklung, das kann man nicht getrennt voneinander, zumindest heute getrennt voneinander betrachten. Und deswegen haben wir uns überlegt, na, was kann ein Instrument sein? Ich habe vorhin gesagt, dass die Finanzierung ist der limitierende Faktor in vielen Kommunen. Das heißt, auch Prozesse können tatsächlich ja vor Ort nicht finanziert werden. Und wir haben ein Fördersystem heute, das im Wesentlichen auf zwei Gemeinschaftsaufgaben fußt, nämlich auf der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW, und die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, GAK. Und vor Jahren hat man ja gesagt, man will die GAK ein Stück weit öffnen, zum Beispiel für die Belange des ländlichen Raums. Das ist aber nie wirklich, es ist ein bisschen was gemacht worden, aber nicht wirklich nachhaltig. Und wir haben gesagt, wir wollen eine dritte Gemeinschaftsaufgabe, nämlich die Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge. Also das ist für uns tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass wir einen finanziellen Rahmen schaffen, wenn wir über Rahmen sprechen, der es Kommunen ermöglicht, solche Prozesse tatsächlich zu managen, solche Prozesse in Regionen aufzusetzen, Kirchturmdenken zu überwinden und dann auch solche Fragen tatsächlich mit angeht, wie kann man zum Beispiel auch dieses Problem der Überjährigkeit, das Herr Holze ja angesprochen hat, auch ein Stück weit umgehen. Also, wir haben gesagt, strukturelle Probleme muss man lösen mit einer Gemeinschaftsaufgabe oder einem gleichwertigen Förder- und Finanzierungsinstrument. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist jetzt auch in den Verhandlungen, dass man, wie Sie das vorhin genannt haben, Herr Holze, Skalierungsmittel tatsächlich bereitstellt. Ich glaube, das ist extrem wichtig und es ist auch wichtig, dass man diese komplexe und unübersichtliche Förderlandschaft, die da in den vergangenen Jahren für viele auch entstanden ist, tatsächlich auch ein deutliches Stück einfacher macht. Also, Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge, das soll die Menschen in den Regionen unterstützen, auch die Zusammenarbeit zwischen Amt und Zivilgesellschaft unterstützen. Und wir haben aber auch innerhalb dieses Paktes für lebenswerte Regionen auch zum Beispiel Mindeststandards benannt in unserem Papier, das wir damals gemacht haben, für das Thema digitale Versorgung und Gesundheit und Mobilität. Also Entbürokratisierung von Förderprogrammen, vor allem auch auf EU-Ebene, Entschlackung unseres Fördersystems, Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge und Bottom-up-Ansätze tatsächlich stärken und die auch entsprechend finanzieren und auch leicht zugänglich finanzieren. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja viele Konferenzen gemacht, wir haben ja Regionalkonferenzen gemacht mit unserem Projekt Stadt, Land, Zukunft, haben dort mit vielen Akteuren vor Ort gesprochen. Und die sagen, wir brauchen im Prinzip eine Struktur oder eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, Regionalmanagement zu initiieren, um dieses Kirchturmdenken zu überwinden. Ich will nur einen Satz noch, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir in ganz vielen Bereichen. Wir müssen stärker in Regionen denken, weil niemand heute mehr als Bezugsrahmen nur noch seine eigene Kommune hat, auch was die Attraktivität von Regionen angeht. Das heißt, wir müssen dieses Kirchturmdenken sehr stark überwinden aus meiner Sicht und die Region wieder stärker in den Fokus rücken. Herzlichen Dank. Sehr viel Stoff. Ihr seid jetzt eingeladen, euch zu beteiligen. Birgit Böhm, Hannover. Genau. Erstmal vielen Dank für die beiden Inputs. Ich fand das sehr schön. Aber an Herrn Tressel habe ich jetzt noch mal eine Frage. Ich bin Regionalmanagerin, unter anderem seit, ich glaube, 15 Jahren. Und was wir erleben, ist, dass die Kommune natürlich der Ort ist, schon mit der Agenda 21, wo man eigentlich ja alle Aktivitäten umsetzen soll. Aber tatsächlich sind Kommunen in Deutschland in 321 Niederregionen schon zusammengefügt.
die alle ein Regionalmanagement haben. Das werden in dieser Förderperiode der EU noch mal mehr Regionen werden. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in Niedersachsen Zukunftsregionen und es gibt auch gleichzeitig Stadtentwicklungskonzepte, integrierte Klimaschutzkonzepte. Es gibt die Nachhaltigkeitsstrategien. Es gibt Regionalmanagements für Wasserstoff und wir haben Regionen, die sind in 5 verschiedenen Regionalmanagement-Strukturen verbunden. Und es kommen immer mehr, ehrlicherweise. Jetzt kommen im Bereich Landwirtschaft selbstorganisierte Strukturen, die sich bilden, wo man kommunal und regional übergreifend agiert. Ich fände es gut, wenn es gelänge, die Kommunen zu entlasten. Die haben nämlich kein Personal mehr, um das alles zu wuppen. Die haben auch kein Personal mehr, um Nachhaltigkeit voranzubringen. Wir beraten viele in diesem Bereich, gerade im ländlichen Raum. Und inzwischen brauchen sie einen Klimaschutzmanager, sie brauchen Demografieverantwortliche, sie brauchen Nachhaltigkeitsakteure. Wir haben in einem neuen Projekt, was wir gerade haben, sogar Landkreise, die sagen, wir haben überhaupt kein Personal mehr, um noch Anträge zu stellen. Und da wüsste ich gerne, ob das auch schon diskutiert wurde und ob sich die Ministerien der unterschiedlichen Themen, also Stadtentwicklung, ländlicher Raum, Landwirtschaft, Umweltschutz, mal zusammensetzen wollen, um die Frage der regionalen Förderung zu klären. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke. Dankeschön. Wenn ich gerade anfangen darf, weil ich ja auch angesprochen war, ich glaube also zunächst mal, ohne die Kommunen wird es nicht gehen in der Umsetzung. Das glaube ich schon. Ich habe selber 10 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Aber man muss die Kommunen da mitnehmen. Und das war ja ein Ansatz in unserer Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge, dass wir explizit solche Prozesse auch finanziell fördern wollen. Wir haben gesagt, im ersten Schritt diese Gemeinschaftsaufgabe gemeinsam mit den Ländern mit 1 Milliarde Euro auszustatten. Das heißt, das wäre mal ein Anfang, wo man auch sagen könnte, wir können dieses Geld tatsächlich genau für die auch Personalisierung solcher Prozesse tatsächlich am Ende nutzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ob das in der bestehenden Bundesregierung so großen Widerhall gefunden hat in den vergangenen Jahren, das vermag ich nicht zu sagen, weil ich da in die Ministerien natürlich keinen Einblick hatte als Oppositionspolitiker. Ich glaube aber, dass wir auch im Interesse der Debatte um die Zukunft unserer strukturschwachen ländlichen Räume dafür sorgen müssen, dass es zu dieser Abstimmung jetzt kommt und auch dafür sorgen müssen, dass wir eben diese Prozesse entsprechend personalisieren können und gucken können, wo kann man vielleicht verschiedene Prozesse vor Ort auch zusammenführen. Ich glaube, es ist in der Tat verwirrend für viele Engagierte, dass es da etliche Ebenen und etliche Akteure vor Ort gibt. Aber ich glaube, es wäre genau wichtig, die jetzt zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel, dass wir, ich glaube, das kann man sagen, auch, dass wir mit diesem Thema Gemeinschaftsaufgabe jetzt auch natürlich da in Koalitionsgespräche sicher reingehen werden oder in Sondierungsgespräche. Da muss man mal gucken, wie weit man kommt. Aber es wäre unser Ziel, dass wir die Regionen in die Lage versetzen, diese Prozesse zu organisieren und auch zu managen und im Regelfall auch länger als ein klassischer Projektzeitraum von 2-3 Jahren. Die Herr Holze schon nicht hat, 2-3 Jahre. Genau. Herr Holze, und das kennen Sie auch gut mit diesen vielen Ministerien, die alle irgendwelche Programme auflegen und die dann ja, miteinander die eher konkurrieren als kooperieren? Ja, das ist in der Tat bekannt. Und das Spannende ist ja auch manchmal, dass man bei manchen Programmen sich fragt, wer soll sich da eigentlich noch drauf bewerben, weil die Hürden so hoch sind, dass, ich sag mal, Frauen zwischen 20 und 30 in Vereinen, die sich um Hunde kümmern, und zwar aber nur am Stadtrand und in einer großen Scheune, etwas überspitzt gesagt. Wir versuchen natürlich, einen breiteren Förderzweck anzuberaumen, um ein Angebot für alle zu machen. Ich will aber nochmal auf die Fragen eingehen. Die Regionen neu zu sortieren, ist natürlich ein dickes Brett. Also Herr Tressel, wenn Sie das Ihren zukünftigen Kollegen da weitergeben wollen, da haben Sie viel zu sortieren und zu bauen, weil da sind ja die unterschiedlichen Ebenen mit zu berücksichtigen. Bei der Personalfinanzierung, da stellt sich die Frage meines Erachtens, und die würde ich auch gerne in den Raum hier stellen, wer ist eigentlich dafür zuständig? Von wem müsste das kommen? Ist das eine Bundesaufgabe? Ist das eine Landesaufgabe?
Als Stiftung würden wir das natürlich gern an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Nur muss ich da einschränkend sagen, wir haben letztlich für jeden Engagierten in der Bundesrepublik 1 Euro zur Verfügung, insgesamt knapp 30 Millionen Euro als finanzielle Mittel von Seiten der Stiftung pro Jahr. Damit wirst du natürlich keine kommunale finanzielle großen Ausstattungen ermöglichen. Wir versuchen das mit dem Programm Engagiertes Land, wo wir einige Regionen gezielt unterstützen, nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Beratung, Begleitung und Vernetzung. Wenn es in größeren Rahmen ist, dann würde ich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ist uns das nicht möglich. Würde aber deshalb gerne die Frage auch nochmal in den Raum stellen, welche Ebene müsste sich eigentlich darum kümmern, dass diese finanzielle Ausstattung so funktioniert, dass es funktioniert und vielleicht eine andere Ebene nicht dazu motiviert, sich dann zurückzuziehen mit den vorhandenen Programmen oder sagt, naja, jetzt macht der Bund das, dann brauchen wir als Land das ja jetzt nicht mehr machen, um die Finanzierung des Ehrenamtes kümmern. Jetzt hatte sich Käthe Roos gemeldet. Ja, ich wollte das gerne nochmal unterstreichen. Ich bin Gemeindevertreterin und auch gleichzeitig ehrenamtlich engagiert in einem regionalen Lebenszentrum, das heißt Gesundheitszentrum für eine Region mit 28.000 Einwohnern. Und die Ebenen, die wir überwinden müssen, von der Kommune über Landkreis bis zum Land, um überhaupt an Mittel zu kommen, die sind einfach so stringent, dass es wirklich ganz wichtig ist, was die beiden, Herr Holze und Herr Dressel, gesagt haben. Wir müssen hier diese Struktur neu schaffen und verändern, damit wir als kleine Kommune überhaupt an Haushaltsmittel kommen. Das ist jetzt ein Einwurf aus Brandenburg. Frau Roos, darf ich das dazu setzen? Märkische Schweiz, sind Sie aktiv? Ja, in der Märkischen Schweiz, in der Nähe von Berlin, aber trotzdem sehr ländlich. Herr Fischer. Ja, ich glaube, das Thema GAK und wie man Regionen stärken kann, es hört sich immer alles immer sehr schön an. Ich bin selber Amtsdirektor und bin seit 10, fast 12 Jahren in dem Geschäft, Fördermittel zu akquirieren. Mein Vorgänger hat dafür einen 2-Seiten-DIN-A4-Antrag gebraucht, um Gelder zu beantragen. Ich glaube, Herr Toben ist ja auch mit dabei, kann das zum Teil mit bestätigen. Mittlerweile muss ich eine halbe Arbeit schreiben, muss unterschiedliche Fachfirmen beauftragen und weiß nicht mal, dass sie in die Förderung kommen. Das heißt also, ich habe ein Risiko für die Gemeinden von, bei jetzt meinem Bauvorhaben von 4 Millionen Euro, wo ich ein Risikokapital nachher einsetzen muss von 250.000 Euro, wo ich noch nicht mal weiß, dass ich irgendwo eine Förderung bekomme. Weiterhin, GAK ist ein schönes Mittel. Personalkosten werden nicht gefördert. So, auch ein Problem, was wir haben. Wir haben mit Herrn Toben zusammen, glaube ich, vor ein paar Jahren mal das Regionalbudget aufgelegt für den Bereich Schleswig-Holstein, für die Aktivregion, wo niederschwellig 20.000 Euro gefördert werden können. Dieses Programm ist heillos überzeichnet, jedes Jahr in jeder Aktivregion mit fast 70 Anträgen, wo Kleinstmaßnahmen einfach auch mal wieder nur einen Spielplatz mal zu machen oder andere Sachen auch auf den Weg zu bringen. Wir haben auch eine Zukunftsregion, wir haben eine Klimaschutzregion, wir als Amt beschäftigen 2 Klimaschutzmanager, wir haben Stellen für Familienzentrum, wir versuchen mit den umliegenden Gemeinden dementsprechend das aufzubauen. Also wir haben fast schon 4 Vollzeitkräfte hier. Und das muss ich Politik jedes Mal erklären. Sie tragen es mit, aber da heißt es immer, naja, was bringt uns das denn auch? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wie kriegt man diese Befürwortung für Ehrenamt? Aber wie meine Vorrednerin, Fördergelder zu akquirieren, ist einfach schwierig und sehr, sehr undurchsichtig. Da würde ich mal gerne den Bedarf wieder an Bund, Land und auch an Kreis geben. Sagen Sie nicht wieder, wir wollen Verwaltungsvereinfachung, dann wird es immer schlimmer, sondern eine Verwaltungsvereinfachung. Das würde, glaube ich, allen schon sehr, sehr viel helfen. Herr Holze, Herr Dressel, wer will beginnen? Markus Dressel, danke. Ja, also ich kann aus dem, was Sie sagen, relativ viel mitnehmen, aber ich glaube, dass eine Gemeinschaftsaufgabe, wie wir sie konzipiert haben, durchaus ein gutes oder ein richtiges Instrument ist. Die bestehenden Gemeinschaftsaufgaben, Sie haben das vorhin angesprochen, die GAK, sind im Kern aus den 60er Jahren. Das heißt, die treffen auch heute zum Teil nicht mehr die Bedarfe oder sind nicht mehr scharf an den Stellen, wo wir es oft brauchen. So, und deswegen wäre es, glaube ich, wichtig, gerade wo wir viele Entwicklungsprobleme, gerade in ländlichen Regionen haben, zu sagen,
wir schaffen eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das ist ein Instrument von Bund und Ländern. Also es ist keine Aufgabe allein des Bundes, sondern wir nehmen die Länder da bewusst mit, auch in die Verantwortung, weil die müssen es auch vor Ort dann tatsächlich umsetzen. Mit einer neuen Gemeinschaftsaufgabe auch neue Herausforderungen tatsächlich zu adressieren, die wir heute haben. Und warum ist das so? Da muss ich auch angucken, tatsächlich, was ist da? Welche Förderprogramme kann man möglicherweise auch in so eine neue Gemeinschaftsaufgabe überführen? Ja, um es zu vereinfachen, um quasi auch da wirklich eine gewisse Straffung hinzubekommen, auch für diejenigen, die Zuwendungen haben wollen. Und deswegen ist es richtig, da auch einen Prozess mitzumachen und zu sagen, wir bauen ein Förderinstrument mit den Ländern gemeinsam, das die tatsächlichen Notwendigkeiten adressiert, nehmen die Länder mit, nehmen die Kommunen auch mit und wir statten das zunächst mal mit der eben genannten Summe aus. Ich glaube, das ist der richtige Anfang, um da tatsächlich zu einer Entschlackung und zu einer Vereinfachung zu kommen. Danke. Gern Holze. Ich will das nochmal ein Stück weit erweitern, nochmal in der Arbeit vor Ort. Ich weiß, der Roland Roth wird mir gleich virtuell an den Hals springen. Der Freiwilligen-Survey sagt ja, dass es vor allem bei den Engagierten um das Thema Spaß geht, warum sie sich engagieren. Ich sage mal, Anträge schreiben machen keinen Spaß. Und die Verabrechnungen zu machen, die Verwendungsnachweise beizubringen, die ganzen Unterlagen, ich weiß, das ist Teil unseres Geschäfts in der Stiftung. Wir versuchen dort anzusetzen, wo die Dinge möglich sind. Ein Beispiel nur mal bei den Eigenbeiträgen, der ja laut Bundeshaushaltsordnung grundsätzlich zu erbringen ist, versuchen wir implementieren, dass der ehrenamtliche Beitrag auch als Eigenbeitrag gelten kann. Weil viele von bei uns Material beantragen, sie wollen den Bootssteg bauen, den Spielplatz oder irgendwas. Sie machen das ja sowieso schon im Ehrenamt und wollen dann letztlich nur die Materialien von uns haben. Warum kann man das nicht als Eigenbeitrag entsprechend gelten lassen? So sehen wir zum Beispiel Möglichkeiten, um Stück für Stück ein Stück weit zu Vereinfachungen zu kommen und hoffen einfach, wie Herr Markus Tressel das gesagt hat, auch auf ein Stück weit Gemeinschaftsaufgabe. Soll also heißen, bitte nicht immer nur den Finger auf die Bundestagsabgeordneten zeigen, insbesondere die nicht, die gerade nicht in Verantwortung sind. Insofern hoffen wir natürlich, Herr Tressel, dass Ihre Worte dann auch bei Ihren Kollegen insofern Widerhall finden, dass Sie denn, wenn Sie in Verantwortung sind, auch entsprechend Umsetzung finden. Aber ich glaube, dass, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir es gemeinsam entwickeln und nicht nur den Finger aufeinander zeigen, sondern gern auch die Stiftung, die ja von der Bundesregierung im Deutschen Bundestag gegründet wurde, um das Ehrenamt zu stärken. Und wir können da durchaus an der einen oder anderen Stelle auch den Finger in die Wunde legen, gern gemeinsam und partnerschaftlich auf uns zuzukommen und bei den Fördervorhaben der Stiftung selbst uns so weit voranzutreiben, gern zu treiben, dass wir einfacher und unbürokratischer werden, sodass wir dann auf andere Programme in den Ministerien zeigen können und sagen können, bei der Stiftung geht das doch auch, die ist doch auch eine Bundeseinrichtung. Warum schafft ihr das in den Ministerien nicht auch? Insofern würde ich uns da gern als Role Model sehen, das getrieben von der Zivilgesellschaft selber dann einfachste Möglichkeiten schafft. Das wäre für mich ein Beitrag, wo wir als Stiftung einen Beitrag leisten können, aber gern auch mit den zukünftigen Häusern im Bundestag und Bundesregierung auch an anderen Ebenen gern mitwirkend. Ganz herzlichen Dank. Ein großes Programm. Ich kann ja nur sagen, dass wir als Böll-Stiftung auch bereit sind, daran zu bleiben und als Ort zur Verfügung zu stehen, an dem diese Debatten vorangebracht werden.